Hallo zusammen und ja, willkommen zur Beschwörung bei der Allianz Quest. Ich hoffe, ihr habt euch am Mittwoch schon mein Erklärungsvideo zu den Helden angeschaut, weil darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen, nur auf den Grund, warum ich hier jetzt einen größeren Pull mache. Ihr seht hier nochmal den Kalender. Ihr seht unten Featured Heroes, die vorgestellten Helden. Ich will bei Atlantis einen Scheiß haben. Also, es sei denn, Ariel-Kostüm ist wieder vorgestellt, was aber glaube ich nicht der Fall sein wird, weil Tarlak und was weiß ich dort kommen werden. Maskerade ist auch nur Mist vorgestellt, Season 3 ist nur Mist vorgestellt. League of Villains habe ich den Helden, den ich haben will. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt beschwöre oder ob ich mir dann die Embleme spare. Mythischer Titan ist ja nicht mit Beschwörung und bei Season 4. Ich habe mir den letzten Helden noch nicht angeschaut, also den neuen Helden, der dann kommt, der bei Featured Heroes dort in der Mitte rechts, keine Ahnung. Aber da werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel beschwören. Deswegen werde ich mich jetzt hier auslassen und ganz kurz, um darauf einzugehen, ich finde Rain klasse. Quinten massiv gut, richtig gut. Levena ist nice. Sehe ich jetzt nicht so stark, ehrlich gesagt. Kann natürlich nützlich sein, aber. Und Eloas ist natürlich gegen Minions ein Held, aber der Shit ist halt Franz. Der Shit ist einfach nur Franz. Das ist der, den ich auf jeden Fall haben möchte. Vorher werde ich auch nicht aufhören. 50% mehr Schaden über 6 Züge. Der kommt bei mir wahrscheinlich ins Titan-Team rein. Ich muss das nochmal berechnen. Wenn man dann nur drei von der richtigen Farbe mitnimmt beim Titan anstatt vier. Aber der wird auch im Rush-Krieg und bei vier und vielleicht auch fünf Sterne-Rush-Turnieren insane sein. Der wird einfach mega gut sein. Der ist eine Maschine. Das ist so wie Tweevil beim letzten Event. Also, und ohne langes Schnacken gehen wir jetzt hier rein. Finger gedrückt für Franz, alles andere ist zu Brot. Gucken uns nochmal fix die Quoten an. Ja, haben sie geändert. Wir haben jetzt auf den legendären Eventhelden 0,2% mehr Chance. Und bei legendärer klassischer Held sind 0,2% weniger. Bei episch und selten haben sie auch noch das Verhältnis ein bisschen Richtung Eventhelden gedreht, aber glaube ich zumindest. Aber nicht viel. Aber der Franz sollte so nach 12 Zügen oder so kommen. In der Theorie. Obwohl, nee, gibt ja noch andere 4 Sterne. Ah, wir werden sehen. Das ist Nummer 3. Monatsheld nehme ich mit, aber nur für Rush gegen Minions. Also ich weiß gar nicht, ob ich den, wenn ich Rain bekommen würde, da würde ich zu 1000% Rain zuerst. Und ich weiß gar nicht, wo Viscaro sich bei mir in der Prioritätenliste einordnen würde. Okay, das war erstmal Shit. Wahrscheinlich, weil wir keinen neuen in der Anzeige hatten. So, jetzt heißt Daumen drücken, ja. 6-mal Mist, kann jetzt nochmal kommen und dann kann der Franz kommen. 3. So, Eventhelden sind rar allgemein. 4. 5. Jetzt haben wir zumindest schon mal 4 Sterne. 6. Und jetzt, Franz. Naja, fast. So. Bertulf, also ich habe den am Anfang gefeiert, aber ich habe ihn noch nie benutzt. Ich habe ihn noch nie benutzt, nicht mal beim Bonusbooster oder sowas. Vielleicht Bonusbooster, wenn Lila gesperrt ist. Okay, dann könnte er vielleicht zum Einsatz kommen, aber ansonsten. Jawohl. Franzi, dich nehmen wir doch gern. Jetzt ist die Frage, machen wir weiter? Machen wir weiter? Fren? Ach, du gehörst ja auch hier hin. Bist du was für die Dev? Ich glaube, sie ist auch nicht schlecht für die Dev. Also, wenn in meiner Dev steht jetzt aktuell June. Nee, ich habe gar keinen gelben Held drin. Oder ab und zu stelle ich June rein. Und mit
Knollfort kann ich mir erlauben, Mittel reinzustellen. Gelb und vielleicht grün sind meine Schwachstellen aktuell. Also grün auf jeden Fall, aber in der Def. Hallo, du machst es nicht besser. Du machst das absolut nicht besser, Mr. Elkanen. Du bist ein netter Held, aber dich haben wir schon und bewaffnet. Noch ein 4 Sterne, komm schon. Gib mir noch mal 5. Und Event 5. Ne, du bist kein Event 5. Du bist das Gegenteil. So. Ihr seht schon, hier passiert einiges. Ich will noch einen neuen Fünfer haben. Klingt komisch und Helden chasen sollte man nicht. Aber neuer Fünfer würde für mich auch Held des Monats machen. Und wenn ich den Restmonat vielleicht gar nicht mehr beschwöre, was durchaus passieren kann, weil die anderen Portale mich nicht so reizen, dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Macht das nicht zu Hause nach. Es ist ein Scam. Ihr kriegt von den Sachen, wo ihr hier Ressourcen, Schrägstrich Geld investiert, kriegt ihr nichts fürs richtige Leben raus. Ja, es ist einfach nur zu eurem eigenen Vergnügen und das lastet auch nicht forever, wenn das Spiel irgendwann nicht mehr beliebt ist und runtergeht und das kaum noch einer spielt, dann ist das Geld futsch. Deswegen lasst es sein. Macht es mir nicht nach, guckt lieber die Videos hier und da kann man auch Beschwörungen sehen. Da ist er. Okay. Und in dem Moment finde ich es schade, dass wir keinen Event-Fünfer bekommen haben. Aber Franz, das Minimalziel ist da. Viscaro ist da. Wir haben 61. Da habe ich vorher noch was gespielt. Ich glaube, 56 Beschwörungen gemacht. Wenn ich grob rechne, wir hatten, glaube ich, 6. 60 Embleme, 62 Embleme. 2600 mal 5 sind 13.000. Kommt hin, wir haben 56 Beschwörungen gemacht. Ne? Okay, dafür war die Ausbeute echt mittelmäßig bis schlecht. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Boop.